So, weiter geht's mit einer wunderbar entspannten Runde Hourglass. Okay, entspannt. Ich weiß nicht, ob es entspannt wird. Das wird auf jeden Fall sehr rätsellastig. Wir können gleich mal hier hoch. Was macht dieser Schalter? Aha, okay, es ist ein Aufzug. Dann kann man auch noch hier hoch. Man könnte drüben was machen. Hätten wir da einen Schalter. Wofür ist der? Der sorgt dafür, dass man da rüberkommt. Okay. Pass mal auf, ich will erstmal kurz nach oben und schauen. Ja. Und dann schauen wir mal kurz, wie das da oben aussieht. Da hinten ist die Pille. Aha. Okay, also ich habe das Gefühl, wir werden auf jeden Fall einen Block brauchen, den wir. Oh. Da wird, glaube ich, nicht mal nur einen Block reichen, ne? Ne, wir müssen irgendwie anders dahin. Also. Okay. Und das sieht ein bisschen komplexer aus. Das ist jetzt nicht mehr so ein Abschnittsrätsel, sondern hier brauchen wir wirklich alle Abschnitte. Also, dieser Schalter ist der letzte, den wir betätigen müssen. Weil da hinten gibt es nur den Rückweg. Zu dem Schalter kommen wir über zwei Arten, nämlich einmal von da oben hinten. Ja, also hier hoch und dann runterjumpen. Oder aber über die Brücke, wobei das eine sehr langsame Methode ist. Dann haben wir noch da einen Schalter. Wie ist denn das? Wie kann ich. Nee, ich kann nicht gescheit fallen. Ja. Das hier ist so eine Art Rückweg dann quasi nur noch. Dass man nicht. Entschuldigung, dass man nicht gefangen ist oder so. So. Ja, Also die erste Aufgabe ist ja eh erstmal. Ich meine, wir könnten jetzt hier hingehen und den mal aktivieren. Und du machst wahrscheinlich dann hier die Plattform, ne? Ja. Aber würden wir es schaffen, den Block auch rechtzeitig wieder da. Kann man den irgendwie so mittig stellen? Ah, das. Ja gut, das bringt auch nicht so viel. Ich meine, wir könnten jetzt hier schnell hier rüber. Wir kennen aber. Noch mit dem Respawn kämen wir schnell genug drauf. Ich probiere es mal. Ich glaube, das Spiel wird eh da sagen, jo, das ist ein Hack. Chill mal. Aber warum nicht? Ich meine, ich kann das Ding jetzt. Okay, nee, man muss auf das Ding warten. Okay. Okay, nee, komm mal zurück. Komm mal zurück. Wie kriegen wir den Block wieder dahin? Theoretisch, wenn wir mit dem Aufzug fahren. Ui. Okay. Das ist, uff. Jetzt in dem dritten Abschnitt bin ich schon gut überfordert, bin ich ehrlich. Du bist der Rückweg. Du bist eine Brücke, die wir dann auch noch später irgendwie aktivieren müssen. Aber keine Ahnung wie. Also Kopf, sage mir. Man kann hier sowieso cool entspannt rüberjumpen, so für einmal anklicken. Aber auch dann dieses Jumpen. Ich hätte den Block halt nicht, ne? Und ich kann den halt auch nicht respawnen. Das wäre jetzt so stonks gewesen, wär das Rätselslösung. Hey, hier, musst du einfach respawnen. Easy. Aber nee, das ist es nicht.
Vor allem, wir müssen ja auch noch beachten, dass hier ein Schalter ist und Co. Also, dass wir da mehrmals hin hoch müssen. Wenn ich erstmal. Warte mal, wenn ich jetzt erstmal sage. Das sollte gehen. Ich stelle mal hier hin. So sollte es eigentlich gehen. Wenn ich den jetzt hier hinstelle und hochjump, dann kann ich klicken. Verdammt. Aber ich muss ein bisschen warten. Also, pass mal auf. Ich stelle den hin. Ich aktiviere das. So, und jetzt kann ich loslaufen. Weil im Endeffekt, zack, genau. Jetzt sind wir aber schneller. Da ist mal auf unseren Schatten. So. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt ist halt dann noch die Sache. Okay, ist doch nicht so hart schwer. Außer das braucht jetzt ewig. Es braucht ewig. Was machen wir da? Das braucht zu lange. Theoretisch wäre ein Block da richtig gut. Ja, pass mal auf, theoretisch wäre ein Block da richtig gut. Warum nicht? Nein. Ja. Wenn man es gescheit machen würde, dann würde es klappen. So. Scheiße. Aber warte, würde mir das überhaupt was bringen? Ich meine, ich müsste mit dem Geist ja sowieso wieder da hoch. Also ich bleib mal hier oben in Sicherheit und was da unten passiert, das ist halt so ein bisschen rumgegurke. So. Alles klar. Die Brücke geht runter. Dann passt das. Dann können wir den Block neben auf die Brücke stellen. Genau. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Ich weiß es wirklich nicht. So. Weil, pass mal auf, wenn ich jetzt den Block nehme, so mach, nein, 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 noch nicht. Okay, das sind, so, jetzt nehme ich den Block. Er steht noch hier drauf. Den brauche ich aber nur, um da hoch zu jumpen, um das zu aktivieren. So, sobald das aktiviert ist. Nein, das ist blöd. Das ist halbwegs blöd, ich weiß. Ich muss den Schalter aktivieren, ohne dass der Block wegkommt. Weil ich ja da runterfahren muss. Und den Block hier oben brauche. Also wie bewege ich den Block weg, aber lasse ihn gleichzeitig da? Das Blöde ist ja, es ist direkt hier drunter. Ich kann nicht irgendwie strange runterjumpen. Boah. Ich dachte echt, ich hätte die Idee, aber.
Habe ich nicht. Also der Block hier oben, der bringt ja eh nur was, um ihn da drauf zu stellen. Weil mit dem Block kämen wir, glaube ich, nicht über diese Erhöhung. Das wäre... Ich weiß es nicht. So oder so. Also das wahre Ich, das muss jetzt hier auf dieser, hier dieser Längsseite sein und auf dieser Seite. Also im rechten Winkel muss ich mein wahres Ich hier noch aufhalten. Während der Schatten, der kann jetzt so ein bisschen rumspielen, aber... Ich könnte mich quasi wieder runterfahren, aber das bringt mir auch nichts. Oder? Warte mal. Wenn wir das jetzt so machen. So. Dann kämen wir zurück. Was mache ich da für einen Unfug? Nein, das macht ja die Plattform. Ich bin ja dämlich, sorry. Ich habe gerade falsch gedenkt. Oh, die Wege sind auch so lang. Ich muss ja den da aktivieren, um wieder runterzukommen. Oder aber ich probiere es. Ich probiere es nochmal ganz anders. Aber das wäre dann, das wäre unsinnig. Nein, mein Block. Nein! Oh Gott. Das war total dämlich. Gib mir mal meinen Block wieder. Ach, goddammit. Nein. That was not like intended. Okay, also wir brauchen... Ups. Hey. Tun wir uns nochmal die Brücke zurück. Und... Mach du das nochmal. So. Okay, wir starten nochmal von vorne. Nein! Oh, warum brauche ich denn so lange, um diesen blöden Block zu greifen? Ich will den immer sofort grabben, aber es klappt nicht. Nochmal.